einfach hier, dass wir da drauf kacken und die so drauf. Hast du gerade gesagt, da wieder drauf kacken? Drauf. Cut! Cut! Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute ist schon ein Tag weniger. Also der neunte. Das klingt. Genau, nur noch 9 Tage bis zu Hannas Geburtstag. Ja, ich bin das, aufgeregt. Ach, Elli, bist du eine Hilfe? Sie schmeißt ihr Essen immer daneben. Und dann ist es. So. Okay, warte. Ich komme etwas dichter und dann gucken wir, wo du durchpiekst. Gestern hatte ich Nummer 6. Richtig, genau. Ich möchte Nummer 5. Ja, das kann man sich leider nicht aussuchen. Piek! Piek! Aber kipp den ganzen Karton nicht um. Nee, das ist kaputt. Ah! 2. 2. Wo ist sie? Ja. Oh, ich weiß, was da drin ist. Was denn? Das sag ich dir doch nicht. Schwer. Der ist richtig schwer. Ist das? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es hat was mit Schleim zu tun. Leg's mal hin und ich zoome. Ich gehe mal. Geh mal hin. Das ist ein Ball. Moment, ich sehe gerade gar nichts. Das ist ein Ball. Aber da steht Slimy Super Mega Bubble. Ui, ja, ich glaube, du brauchst eine Schere dafür. Nee. Doch, das ist so eine Verpackung, die kriegt man niemals auf. Niemals kriegt man die auf. Niemals. Hallo? Geh mal sowas. Guck mal, ich habe keine Ahnung, was man hier macht. Ich auch nicht. Und ich habe auch Angst, dass ich es kaputt mache. Hm? Nee. Nee. Hilfe. Das ist Elli, die trinkt wieder. Und? Kann man das da rausholen oder sollte man es drin? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde. Bleib aber über dem Tisch damit, ne? What? Was sind das für Geräusche? Was ist das für eine Blase? Ich sehe nichts. Deine Hand ist davor. Okay, das pupst mehr wie dein Pupskissen gestern. Ja. Meinst du, du kannst es rausdrücken hier drauf? Oder ist das falsch? Wahrscheinlich machen wir es gerade total falsch. Nein, die Sache ist, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr reinkriegen. Doch, ich denke schon. Na gut. Du kannst es rausziehen. Ja. Okay. Es ist doch schleimig, stimmt's? Ja. Wie fühlt es sich an? Darf ich mal? Ja, aber kein. Darf ich mal? Ja. Das ist aber fest schleimig, ja, ne? Ja, eigentlich meinte ich mit Schleim immer solchen, der so auf dem Boden ist und den man dann so lang ziehen kann. Ich weiß nicht, kannst du das lang ziehen? Nur so. So das halbherzig. Okay. Ich glaube, hüpfen tut es nicht. Das Stärkste für die größten Blasen steht da. Für die größten Blasen? Ja. Muss ich erstmal wieder reinkriegen. Und kannst du es damit richtig zuschrauben mit dem Dings? Ja. Oh, jetzt wird es aber haarig. Das ist die Sache. Und es ist drinne. Perfekt, jetzt Deckel drauf. Aber. Cool. Und das ist so richtig ein Schraubverschluss, das, ne? Hat das Teil? Ja. Ich ja. Sag, jetzt müsste man es abmachen, aber hier ist so ein. Ja, das ist so ein Schraub. Richtig Schraub. Warte. Hoffe ich. Und, ja. Da, ah, und jetzt sieht es wieder aus wie so eine Glaskugel von so einer Hellseherin. Ja, und die beste Sache ist, man kann mal. Auch hier vielleicht, wenn man mal ein Experiment macht, der eine spielt mit Schleim, der andere füllt hier Wasser rum
Und dann kann man damit experimentieren. Hallo? Guck mal. Ich guck. Das ist nicht normal. Doch. Wo kommt das Geräusch denn aber her? Du hast doch den Deckel drauf gehabt. Da sind irgendwelche Luftritze. Look it, look it. I'm look it ding, I'm look it ding. Warte, ich muss kurz so. Ja. Runter. Und dann? So. Das ist eine Blase. Nee, rechts. Da ist eine Blase. Ich hab sie kaputt gemacht. Ich hab sie zerstört. Jetzt kriege ich das dein. Oh. Ich bin schon gespannt auf den Borg. Ich auch, ehrlich gesagt. Ich tue gerade das hier wieder rein, damit ich es dann mit hochnehmen kann. Ja. Und guck mal, wenn man die Freunde schon will, dann kann man einfach hier das wieder draufkacken und diese drauf. Hast du gerade gesagt, da wieder draufkacken? Drauf. Cut! Cut! Draufpacken. Und dann macht man so. Und dann machen die so. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Hiya. Morgen früh kommt unser Back to School Video. Endlich. So lange haben schon viele drauf gewartet. Und morgen früh kommt es endlich.